أبلغ دعوتك إلى أقصى أطراف الأرض. Ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. Meiner spirituellen Glauben, so ich bin wiedergeboren. Jedes Jahr, wenn ich herkomme, ich habe noch andere Energie getankt. Und von seiner Rede über Islam und so, es ist ein sehr großer Unterschied zu anderen muslimischen Gemeinden und so. Er wird immer beeindruckter, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat beeindruckt, sodass ich auch das verspürte, was die Frau vorhin verspürte, dass er in die Menschen hineinsehen kann. Aber Alhamdulillah, man braucht keine Angst haben. Wir sind voller Fehler. Und er weiß das. Er ist der Khalifa Allah auf Erden. Und ich habe auch erst Angst gehabt, dass er meine ganzen Fehler, meine Sünden, meine Schlechtigkeiten, die man immer noch wieder in sich trägt, sieht. Aber in ihm schwingt so viel Liebe. Er bedeckt das alles und versucht einen immer mit Liebe auf den rechten Weg zu bringen. Das heißt, immer wieder zu erkennen, dass er es uns nicht übel nimmt, weil Allah der Verzeihende ist. Es hat, muss ich sagen, ein tiefes, loderndes Feuer der Liebe in mir entfacht. Wenn ich diesen Mann nur sehe, dann wird mein Herz ruhig. Es ruht in sich. In mir wird es warm. Es entsteht eine tiefe Liebe und eine tiefe Zuneigung in meiner Seele, wenn ich diesen Menschen nur sehe. Warum? Weil er, und da bin ich der festen Überzeugung von, ein Gesandter Gottes ist. Das heißt, kein Rasul, aber ein Kalif eines Gesandten. Das heißt, ein Nachfolger. Und diese Ruhe, die ich in mir spüre, die spüren so viele Menschen. So viele Menschen spüren diese Liebe und die Ruhe, wenn es um diesen Menschen geht. Er redet nur über die Wahrheit. Wenn man ihn sieht, du weißt das ganz genau. Dieser Mann ist ein göttlicher Mensch. Menschen so lieb zueinander. Afrikaner, Europäer, Amerikaner und so, es ist alles gleich hier. Jeder sieht mit lächelndem Gesicht und ja, ich kann das nicht beschreiben und so. Er hat Liebe für jeden von uns. Und wir sind Millionen Ahmadis aus der Welt. Man muss sich immer vorstellen, er betet für alle. Er betet für alle Länder, wie wir aus dem Zitat heute gehört haben. Ja, ich kann nicht beschreiben, was für ein Glück habe ich und weil meine Hände hat gezittert und so. Er hat mir die Hände gegeben, meine Hände hat gezittert und so. Das hat mir nie passiert und so. Aber mit Huzur, als ich ihn gesehen habe, mein Herz geht bum, 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 bum. Und dann, es ist für mich ein tolles Erlebnis und so. Er ist ein Mensch, ganz, ganz lieb, ganz, ganz lieber Mann. Kam in den Saal rein und dann erschien er und hinter mir sagte jemand, Subhanallah. Und ich sagte, Allahu Akbar. Und zwar weshalb? Weil das so eine Liebe und so einen Frieden und so eine tief loderndes Gefühl in mir geweckt hat, dass ich nur diesen Menschen gesehen habe. Und das ist ja nicht eine ordinäre Person, die man tagtäglich auf der Straße sieht, sondern das ist der Kalif Gottes. Es ist eine besondere Segnung, mit diesem Menschen beten zu dürfen, mit diesem Menschen allein nur die Hand geben zu dürfen, ihn anschauen zu dürfen. Warum? Weil er die meiste Liebe, die Gott vereinen kann in einem Menschen, vereint. Und das macht mich als Muslim und vor allem als Muslim Ahmadiyya besonders glücklich. Muhammad ist der beste der Propheten. Doch sag nicht, dass niemand nach ihm kommt.